schön, dass ihr heute dabei seid. Es ist Donnerstag, der 25. März 2021. Willkommen im Club 2021, der Wohnzimmertratsch. Heute zum Thema Wissenschaft. Schafft Wissenschaft Wissen, der Tanz ums goldene Wissenschaftskalb. Und zu meiner Rechten, Rechtsanwalt Dr. Roman Schießler. Schön, Roman, dass du aufgestanden bist. Dr. Konstantina Rösch, Ärztin Dr. Petra Baumgartner, Ärztin, Diplom-Ingenieur Dr. Klaus Pelikan, Physiker und der Gesundheitsmechaniker Roland Kanner. Schön, dass alle da seid. Ich würde sagen, Konstantina, wir sind heute bei dir zu Gast. Magst du dich, ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass irgendjemand da draußen, der heute zuschaut, dich nicht kennt, aber magst du ein bisschen was über dich erzählen? Mache ich glatt. Also Konstantina Rösch, ich bin Ärztin für Allgemeinmedizin, habe momentan ein Berufsverbot. Bin auch ein arbeitsloses Gesindel, bin ganz arm und habe deshalb sehr viele Ressourcen, um so eine illustre Runde hier einzuladen. Ich habe mir gedacht, wir machen mal so ein Diskussionsformat, das noch ein echtes Diskussionsformat ist, so nach dem Vorbild des Club 2. Die Älteren unter euch können sich vielleicht noch erinnern. Das war halt zu einer Zeit, wo man noch rauchen hat dürfen im Fernsehen. Und das war immer sehr spät, ich glaube Donnerstag um 10:30 oder so, auch im Minderheitenprogramm. Aber das waren noch echte Debatten und Diskussionen, nicht so wie man heute das sieht, nicht nur beim Fellner Live oder wie das heißt, oder auch im Servus TV, muss ich leider auch sagen, das sind nur Abgabe von Statements, einer nach dem anderen, so red's mal in der Sackel und stell's mal vor die Tür. Aber das ist kein offenes Gespräch und deshalb hätte ich mir gedacht, wir machen da jetzt ein offenes Gespräch, das kann fließen in alle Richtungen, die Natascha wird uns ein bisschen einbremsen. Oder auch nicht. Wenn wir zu sehr abschweifen. Was ich dazu sagen muss, was sehr bedauerlich ist, wir wollten eigentlich gern einen Politiker dabei haben, also Gemeindeebene, aber sowohl die Gemeinde Leibnitz als auch die Gemeinde Gößendorf hat es nicht einmal wert gefunden, auf eine E-Mail-Anfrage Mu oder Mä oder Piep oder Pap zu sagen. Peinlich. Zum Fremdschämen. Was ist mit euch, Leibnitzer und Gößendorfer? Wir beißen nicht, stinken nicht. Wir sind gechippt, geimpft, getestet. Wir testen dreimal täglich. Temperaturkontrolle, Parasitenkontrolle, die volle Schnorsen. Inklusive Herpes heute. Wir rauchen nicht, wir trinken nicht, wir nehmen keine Drogen. Wo seid ihr? Danke, Konstantin. Petra, meine Liebe, magst du über dich was erzählen? Mein Name ist Petra Baumgartner. Ich bin Ärztin für Allgemeinmedizin, im Speziellen Notärztin. Und auch ich befinde mich leider mittlerweile mitten in einem Disziplinarverfahren vor der österreichischen Ärztekammer, wo wir am Montag die Vernehmung eigentlich schon gehabt hätten. Und leider wurden mein Anwalt und ich nicht durchgelassen in den Vernehmungsraum, weil wir halt beide uns geweigert haben, die Maske aufzusetzen. Zu Recht, weil wir beide auch einen Test haben. Und ja, es wurde uns dann noch unterstellt, dass wir unser Attest wahrscheinlich beim Herrn Dr. Eifler gekauft hätten, was einfach nicht der Fall ist und was wirklich schon eine interessante Unterstellung ist und was generell kein gutes Omen für die Vernehmung gewesen wäre, mit so einer Voreingenommenheit da reinzustarten. Und ja, und so bin ich letztendlich auch heute hier gelandet, dank der Einladung. Es freut mich, da sein zu dürfen. Schön, dass du da bist. Danke. Danke, Peter, willkommen. Klaus, unser U-Boot. Ja, ich bin technischer Physiker und Elektrotechniker und bin hauptsächlich in der Reinraumtechnik, Aerosoltechnologie tätig. Das heißt, ich messe Partikelanzahlen in der Reinraumluft zum Beispiel. Habe ich spezielle Geräte entwickelt zur Messung von Partikeln, von luftgetragenen Partikeln, auch andere Sensorik, die in Reinräumen stattfindet, habe auch mit Filtertechnologie zu tun und ja, bin eigentlich also Unternehmer und wir haben halt Kunden im Bereich der Gesundheitsversorgung, also Krankenhäuser und auch pharmazeutische Unternehmen.
Danke, dass du heute die Filter eingebaut hast, damit bei uns alles safe ist. Genau. Olli, ja. Schön, dass du eingekauft bist aus dem schönen Salzburger Land. Richtig. Und wenn ich eingeladen wäre zu so einem wichtigen Termin, erscheine ich natürlich. Ich bin jetzt so in erster Linie als klar denkender Mensch und nicht als meiner Profession, weil da musst du kein Fachgebiet haben, dass du merkst, dass das hinten und vorne stimmt. Ich beschäftige mich schon lange mit Medizin, auch mit Prävention. Und muss sagen, so, ich finde da jetzt nichts, was irgendwo noch passt. Und da schaut man natürlich, dass man mit den anderen Leuten, die das auch nicht so finden, auf jeden Fall mal zusammenkommt. Vielleicht kann ich einen gewissen Teil beitragen. Ich möchte gerne mit der ersten Frage starten. Ja. Ja, da haben wir schon. Ja, wie gesagt, mein Name ist Roman Fiesler, ich bin Rechtsanwalt in Wien und habe auch ein Disziplinarverfahren. Das gehört offensichtlich in der heutigen Zeit dazu, dass man wegen irgendwelchen Dingen ein Disziplinarverfahren hat und wenn man halt eine Maske nicht trägt. Wie gesagt, damals habe ich am Straflandesgericht, wie ich die Maske nicht getragen habe, noch keine Befreiung, keinen Attest gehabt, aber die Begründung, warum ich einen Attest jetzt habe, hat damals auch schon bestanden. Und dann habe ich noch einen zweiten Grund, ein Disziplinarverfahren, weil ich den Präsidenten des Straflandesgerichts aufgefordert habe, mir ein Gutachten zu liefern, warum er eigentlich hier eine Maskenpflicht im Rahmen der Hausordnung des Landes verordnet. Und das ist auch disziplinär, ne? Obwohl man eigentlich sieht, ne, dass es der VfGH hat und dauernd jetzt die Bestimmungen diverser Lockerungsverordnungen und sonstigen komischen Verordnungen, die vom Herrn Anschober erlassen wird, aufhebt, weil eben diese Dinge substanzlos sind. Ne? Aber es ist disziplinär, wenn man das einfordert. Und es ist ein drittes im Laufen, weil ich einer Beamtin, also auf ihre private, ihren privaten WhatsApp-Account VfGH-Entscheidungen geschickt habe zum Studium. Das ist auch disziplinär offenbar. Also ich meine, das ist noch nicht ganz, das wissen wir nicht, aber auch damit beschäftigt sich die Rechtsanwaltskammer. Ne? So viel zum Thema Wissenschaft. So viel zum Thema Wissenschaft. Wer bist du? Mein Name ist Natascha Strohmeier, bin Mensch, bin Immobilienmaklerin und habe noch alle 7 Tassen im Schrank und bin seit mittlerweile einem Jahr drauf und dran in der Friedens- und Freiheitsbewegung was weiterzubringen, weil das ist alles miteinander Wahnsinn. Corona ist eine Pandemie. Ja, Wissenschaft gibt es nur in eine Richtung, die Wissenschaft, die von oben vorgegeben wird. Und alles andere wird unter den Teppich gekehrt, wird diskreditiert, wird diskriminiert. Menschen, die vorher großartige Wissenschaftler und Ärzte und so weiter waren, John Ioannidis zum Beispiel, fällt mir da ein, von der Stanford University, der Epidemiologe weltweit, ist jetzt ein Schwurbler, ein Verschwörungstheoretiker und ein Aluhutträger. Also soweit sind wir mit der Wissenschaft. Was kann die Wissenschaft überhaupt noch? Klaus, Was kann die Wissenschaft? Normalerweise stellt man in der Wissenschaft Modelle auf, theoretische Modelle, und versucht dann in der Realität durch Experimente diese Modelle zu verifizieren oder zu falsifizieren. Das heißt, ich stelle eine Theorie auf, wie irgendetwas funktioniert, wie irgendetwas vonstatten geht, und versucht dann durch Experimente das zu beweisen. Und wenn der Beweis sozusagen fehlschlägt, in die Hose geht, dann muss ich entweder mein Modell ändern, meine Theorie ändern oder komplett über den Haufen werfen und eine neue Theorie entwickeln. Wie ist der Status quo momentan? Was hast du für einen Eindruck bezüglich Wissenschaft unter Anführungszeichen? Im Moment hat man so den Eindruck, dass es nur in eine Richtung geht. Also dass diese Verfahrensweise da hier nicht wirklich angewandt wird, sondern es einfach von oben herab mehr oder weniger durch gekaufte Wissenschaftler da was sozusagen in eine Richtung getrieben wird und alles, was sich dagegen auflehnt und irgendwie aufzeigt und sagt, ich habe da was anderes herausgefunden, wird einfach untot gemacht. Mhm. Was sagst du zum exponentiellen Wachstum, das die Mathematiker so aus der Tasche ziehen? Was sagst du dazu? Oder gezogen haben in Wahrheit seit einem Jahr? Ja, das sind nur Modelle, aber diese Modelle, die Vorhersagen dieser Modelle, die haben sich mit der Realität nicht gedeckt. Du Verschwörungstheoretiker. Ja, unglaublich, genau. Also das mag schon sein, dass es in gewissen Bereichen für wenige Tage vielleicht ein exponentielles Wachstum gegeben hat, aber all diese exponentiellen
also immer ein exponentielles Wachstum quasi, das kann ich quasi durch natürliches, durch das Vorhandensein oder durch die Begrenztheit der natürlichen Ressourcen sozusagen eingeschränkt. Das kann also nur in einem gewissen Zeitraum kann es exponentiell wachsen und dann schränkt sich es automatisch ein, weil die Ressourcen, die dafür notwendig werden, mal weiteres und das weitere exponentielle Wachstum aufrechtzuerhalten, nicht gegeben sind und nicht vorhanden sind. Dadurch kommt das immer so immer zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder zum Erliegen. Kannst du mal genau erklären, was eine exponentielle Kurve eigentlich ist? Ja, wenn ich in einer gewissen pro Zeiteinheit sozusagen eine Verdoppelung oder eine Verzehnfachung, was auch immer, je nachdem, was halt die Basis sozusagen ist, im Grunde hat. Also der Verlauf ist halt 2, 4, 8, 16, 32, 64 oder 10, 100.000, 10.000, 100.000. 100.000. Ich hoffe, die Regierung hört zu, die verwendet den Begriff ja auch sehr gerne sehr inflationär, um die notwendige Dramatik zu erzeugen, ne, um diese Pandemie halt weiter auszudehnen. Also, noch mit ein paar schöne Bütteln dazu. Wie oft wir das schon gehört haben mit dem exponentiellen Wachstum, das ja uns kurz vorm Töten uns alle ist, aber ganz Österreich, das ist uns eh bekannt leider. Ja. Mhm. Aber wie kann das jetzt sein? Es errechnet ein Mathematiker. Ja? Also nur, ich habe ein Verständnisproblem. Zum Beispiel, ich glaube, da war dieser Popau, nicht nur Ich habe mich sehr gut maturiert, ich verstehe es auch nicht. Echt? Ja, aber Mathematik sehr gut, ja. Da war doch einmal einer dieser Experten, dieser Mathematiker Popper, oder? Mhm. Ja, was sind Frisierte? Ich schaue keine Mainstream-Medien, aber ich kenne nur den nicht. Und der hat dann dieses exponentielle Wachstum von wir werden alle sterben oder alle werden angesteckt, wenn das, also angesteckt und erkrankt oder tot, ist ja auch noch immer ein Unterschied, aber wie, der hat das errechnet, dann hat man es ja, ich meine, da müssten wir alle tot sein. Ne? Also wenn das geblieben wäre, das ist ja für jeden denkenden Menschen, gesagt, das kann nicht sein, ja, weil da bist du ausgestorben dann gleich. Also das ist jetzt nicht eingetreten. Das hat sich sehr schnell herausgestellt. Und dann fragt man den gleichen noch einmal, dass er jetzt bitte was errechnen soll, nachdem er sich einmal schon sehr verhaut hat. Woran fötzt er? Konstantina, du hast es nicht verstanden. Der Herr Bundeskanzler hat einen Lockdown gemacht. Deshalb ist es nicht eingetreten. So, wie ist das jetzt mit der Beweislast? Ich meine, ist das nicht in der Medizin dann, muss man schon ab und zu auch. Ja, man kann das Gegenteil gar nicht beweisen, weil sozusagen. Das ist ja Vergleichsgruppe Die Vergleichsgruppe, ja, ohne Lockdown, die gibt es ja nicht. Ja. Das heißt, die kann man nicht vergleichen. Man, gut, man kann sich jetzt Schweden, Tansania, was ich immer weiß, Russland anschauen. Da hat sich eigentlich auch nicht wirklich viel getan. Ja. Also, dass diese Vergleichsgruppen so gesehen, sozusagen in anderen Ländern gibt es. Wenn man sich dort die Statistiken anschaut, die schauen im Wesentlichen, ähneln sich diese Verläufe eigentlich sehr stark. Ja, also exponentiell war es einmal auf gar keinen Fall, das ist ganz klar, sonst wären wir alle bereits, danke, Ende, vorbei. Was mir ein bisschen gewundert ist, letztens unser Herr Geliebter, Herr Lehrer, Herr Schober, ich glaube an die FFP2-Maske. Großartig. Ich bin mal gedacht, der Glaube gehört in die Kirche. Wenn er daran glaubt, dann wird es so sein. Ja, dann soll er erst glauben. Ist er unser Prophet? Naja, aber ist das Wissenschaft oder wie siehst du das? Na, es ist sicher Wissenschaft. Das ist halt dann das Gegenteil zu Evidenz basiert. Es ist Eminenz basiert. Wenn eure graue Eminenz das anschaut, das sagt, dann ist es so. Und solche Aussagen sind schon sehr esoterisch, weil sie einfach jeglicher Verifikation. Du darfst doch nicht vergessen, so, es ist ja auch der andere, der Nehammer ist ja auch ein Verschwörungstheoretiker für mich, weil der sieht überall Nazis und der kann das nicht mehr beweisen. Das heißt, da braucht einfach nur einer sich hinstellen und was sagen und dann ist es so. Ja, gut, diese Nazi-Keule oder Antisemitismus ist ja nur ein bewährtes Verfahren, sozusagen aufmüpfige Bürger mundtot zu machen und zu denunzieren. Nur wenn dann irgendwelche Leute kommen, die wirklich auch vom Fach sind und sagen, es gibt Kollateralschäden und der sagt, nein, das ist nicht so. Er weiß nicht, was das heißt. Er hat noch nicht nachgeschlagen. Roman, wie ist das mit der Beweislast in der Rechtswissenschaft? Wer muss was beweisen? Naja, wenn man jetzt von den Grundrechten ausgeht, dann sind sie im Wesentlichen jetzt nur eine Beweislastumkehr. Ne? Die Grundrechte gewährleisten oder einen gewissen Status Negativus des Staates, also dass er sich da nicht einmischen hat, also dass er einen Freiraum des Bürgers zu gewährleisten hat. Und wenn er in diesen eingreift, dann hat er zu beweisen, warum er das macht. Ne? Und
Ja, und diese Beweise fehlen alle. Ne? Dann, wie gesagt, man braucht nur die, ich glaube mittlerweile haben wir 26 VfGH-Entscheidungen. Ansehen, wenn die Verordnungsakten leer sind, fehlen die Beweise und das, daher sind das massive Grundrechtseingriffe, die unzulässig sind. Das ist eigentlich die Kurzfassung dieses Problems. Aber ich glaube, dass wir weniger ein Wissenschaftsproblem haben, sondern ein Verständnisproblem. Ne? Dass wir Menschen am Ruder haben, die einfach überhaupt keine wissenschaftliche, also eine Ausbildung haben, die sie zum Denken trainiert hat, die gar nicht wissen, was Denken bedeutet, differenziertes Denken, ein Denken, das in Unterschieden halt sich äußert. Also das ist eben nicht da. Und der Bildungsgrad in der Politik ist schon seit Jahren und Jahrzehnten so abgebaut, dass das ja eigentlich nur logisch ist, dass es dann zu so einer Entwicklung führt. Und wer nicht weiß, der muss halt glauben und so glaubt halt der Herr Anschober an die FFP2-Maske. Ja, kommen dann solche unsinnigen Sätze heraus, ne, die halt bezeichnend sind für den Gesamtzustand der Gesellschaft. Ich glaube, dass diese ganze Angst und Panik, die da geschürt wurde von Seiten der Medien, überhaupt die Menschen in einen Status versetzt hat, in dem sie unfähig sind, klar zu denken. Ja, aber selbst. Man muss ja sagen, was sitzen dort für Leute drinnen? Ne? Sind ja nicht unbedingt die groß ausgebildeten Menschen. Wer arbeitet bei den ganzen Mainstream-Sendern? Ja, das sind Leute, die von klein auf sozusagen dort begonnen haben, sich dort hochgearbeitet haben, im Grunde eine journalistische Ausbildung zu haben, aber in keinerlei Hinsicht irgendwo wissenschaftlich. Kein wissenschaftliches Denken gelernt haben. Herr Roland, bist du Neuro? Hast du Neuro? Neurorehabilitation. Also du kennst dich so aus mit Angst, Lernen, Dings. War da nicht irgendwas mit Angst und Lernen und Panik und Nachdenken? Es ist prinzipiell ist Angst einmal das Allerschlechteste zum Lernen. Nur es ist der klassische Führungsstil. Weil wie kriege ich sonst die Leute zum Gehorchen? Man braucht nur Leute fragen, wenn sie zu einem Arzt gehen, der erklärt damit, dass du zu blöd bist und du jetzt abnehmen musst, sondern er macht dir Angst, dass wenn du seine Pulver nicht nimmst, du einen Schlaganfall kriegst. Also bis heute noch nicht. Nein, sicher nicht, weil sonst würdest du halt auch nicht da sitzen und würdest wahrscheinlich beim Anschober sitzen. Ja. Mit Expertenteam der Regierung. Also jetzt wird es aber unappetitlich. Aber es ist, sobald in der Rehabilitation mit Angst arbeitet und zum Beispiel alte Leute, wenn sie gestürzt sind, diese alten Leute haben Angst vorm Stürzen und die haben so viel Angst vorm Stürzen, dass sie aufhören zum Gehen. Und ich glaube, dass ganz viele Leute da draußen so viel Angst haben vorm Denken, dass sie merken, dass sie einen Fehler gemacht haben. Und nach einem Jahr, und wenn du jetzt der Masken-Nazi warst, so ganz ein Schlimmer, der auf andere Leute losgegangen ist, und du sollst nach einem Jahr jetzt draufkommen, so, ich glaube, ich habe mich verdammt, dann wird er sich entschuldigen. Und wir haben einfach keine Fehlerkultur. Es gibt ja keiner einen Fehler zu. Das ist ein gutes Thema, ja. Es gibt keine Fehlerkultur. Wie ist das bei dir? Ich meine, du bist ja in einem Beruf, wo, wie soll ich sagen, ein Fehler kann sich fatal auswirken. Wie machst du das mit den Fehlern? Naja, wenn man einen Fehler feststellt, dann ist es legitim, wohl einmal auch einen zu machen, solange sie nicht so häufig sind und nicht fatal enden für den Patienten. Nur wenn man einen speziell an so kritischen Arbeitsplätzen wie der Notfallmedizin, ist halt eine gute Fehlerkultur extrem wichtig. Ne? Weil eine Komplikation kann schnell lebensbedrohliche Folgen für den Patienten haben. Und wenn ich das einmal erlebe, durch einen vermeidbaren Faktor, dann muss ich alles daran setzen, dass ich mich diesem vermeidbaren Faktor, diesem Fehler stelle. Und auch wenn es weh tut, ja, und es tut halt einmal weh, wenn man sich eingestehen muss, dass man sich, egal jetzt ob in der Notfallmedizin, sondern generell im Leben, irgendwo geirrt hat. Dafür braucht es wirklich Mut und Eier. Ne? Ja. Man muss sie möglicherweise eingestehen, wenn man irgendwann jetzt draufkommt, nach Monaten oder nach einem Jahr, dass eigentlich die Leichenberge nicht auf den Straßen liegen, dass man nicht so wie der Herr Kurz gesagt hat, alle von uns ankennen, die an Corona gestorben sind von unseren Liebsten. Dafür kennen wir zunehmend immer mehr Leute, die nach der Impfung schwer zu knappern gehabt haben, gesundheitlich. Ja. Genug Kollegen von mir gibt es da, die ordentlich krank geworden sind. Die Todesfälle sind mittlerweile auch breit bekannt geworden durch die Medien. Und wenn ich jetzt wirklich da seit Monaten daran geglaubt habe, dass wir mit einer existenzbedrohenden Pandemie konfrontiert sind
und diese ganzen Maßnahmen immer für gut geheißen habe und noch dazu vielleicht mir über andere Menschen lustig gemacht habe, die mich versucht haben, ein bisschen zum Denken zu bringen, ja, dann wird es halt quasi wirklich mit jedem Meter wie beim Traktorschleppen die Wettbewerbe, wo sich der Anhänger mit jedem Meter tiefer in den Graben einkroppt, ja, wird es halt mit jeder Woche und mit jedem Tag schwieriger, sich das selbst einzugestehen. Und so wie du vorher gesagt hast, mit dem, die aus Angst vorm Gehen, vorm Stürzen gehen es gar nicht mehr, ja, mir kommt vor, aus Angst vor dem Leben hören die Menschen zu leben auf. Ja. Ja. Und das eigentlich aufgrund Wissenschaft bedeutet ja auch beobachten. Ja. Und wenn ich mir beobachte, was passiert seit einem Jahr, vor einem Jahr waren es nur 2 Wochen ein bisschen Lockdown, damit wir die Kurve abflachen und wo wir jetzt gelandet sind. Ich meine, abgesehen davon, dass man den Lockdown gemacht hat, nachdem die Kurve schon längst schwer am Sinken war. Ja, und dann großartig behauptet, der Lockdown hätte irgendwas damit zu tun gehabt. Ich meine, das ist schon der allergrößte Schwachsinn überhaupt. Aber so wie du sagst, Petra, also es ist sehr, sehr schwierig, wenn man einen Fehler macht und diesen Fehler jetzt über ein Jahr aufrecht erhält. Je länger der Wahnsinn dauert, desto schwieriger ist es für die meisten Menschen, die schwerstens unreflektiert sind, den einzugestehen. Ja? Und das ist halt sehr schädlich für uns als Gesellschaft. Also man muss wirklich... Wir sind alle vernunftbegabte Wesen, wir machen alle Fehler, ja. Aber wir können uns nur weiterentwickeln, wenn wir uns den Fehlern stellen, damit wir wachsen. Genau. Und das ist, was schafft dann Wissen, ne? Der Fehler, ne? Der Fehler. Medizin ist eine empirische Wissenschaft. Ja, jeder Fehler erregt zum Denken an, ne? Und das ist das, was den Wissensmotor so dann in Gang setzt. Es ist ja kein Problem, einen Fehler zu machen. Den zu analysieren und das nächste Mal anders zu machen. Ein Trottel bist, wenn du ihn immer wieder machst. Das wäre ja Wissenschaft. Kontrolliert Fehler machen, genau. Und die Ergebnisse beobachten und ganz dann Rückschlüsse ziehen. Ganz genau. Aber ich kann nicht, so wie die jetzt sagen, die Fälle steigen und sie kapieren partout nicht, dass diese elende Testerei der Fehler ist. Und da muss ich sagen, das kann nur, es gibt immer die Unschuldsvermutung, aber dass es so derartig korrupt ist und so derartig krank ist, weil sonst würde ich nicht bewusst mit dem Kopf gegen die Wand laufen. Und das dann die. Und wenn einer sagt, lauf nicht mit dem Kopf gegen die Wand, dann bin ich der Trottel, weil ich es nicht tue. Diese Laborbetriebe, die diese ganzen Tests machen, die wissen das schon. Ja. Das geht immer mal klären. Weil wo war das letzte Mal? War das im Fernsehen und das gehört bei einem Privatsender? Die haben dann einen Doktor gefragt, der volle Hardliner, der hat 2 Mal schon geimpft. Der hat dann gesagt, sei der Moderator gefragt, was er denn da so schneit pro Test. Dann wollte er zuerst nicht und sagt zwischen 35 und 40 Euro pro Antigen-Test. Großartig. Und dann brauchst du natürlich nicht wundern, warum keiner oder warum gewisse Leute, die wirklich wichtig sind oder wichtig sie über irgendwelche Parteisachen aufgebracht haben, kein Interesse am Ende haben. Ja, wenn sich der Kurzi schon sagt, wir brauchen Gratis-Tests und diese unsägliche Randy Wagnerin, die schon, wir brauchen Gratis-Tests, aber was ist gratis? Ja. Denk mal nach, wer zahlt denn die Gratistests? Wer zahlt denn die Gratisimpfungen? Ich glaube nicht, dass die Regierung jetzt da schon greift. Nicht? Achso, ja. Ich habe geglaubt, das kommt alles von der Regierung. Hast du gedacht? Ja. Oder kommt es vielleicht von uns allen, die Gratistests? Und da schlagen sie in die Kerben, die immer schon funktioniert hat. Wenn das gratis ist, dann nehme ich das. Ja, Bier für alle. Ja. Weil und Bier. Eine Apfeltasche noch dazu. Genau, weil es gibt so ein großes Möbelhaus, so ein schwedisches. Mhm. Und wenn du da rausgehst, gibt es immer so Plastikwürstchen, die kannst du nicht fressen, die isst genau einmal und dann nie mehr wieder. Weil die sind nicht gratis, oder? Nein, aber die kosten 1 Euro. Wenn ich das jetzt einmal gegessen habe, dann isst ich das sicher kein zweites Mal. Wenn mir der das Würstchen schenkt, dann isst es. Mhm. Da gibt es auch den Soft, wo der Becher ist. Mhm. Das Getränk, die was da sind, die sind wirklich grausig, diese Getränke. Aber du kannst zuschauen, wie die Leute die Becher abschütten. Während sie das Gesicht zusammenzieht. Aber ich habe den Becher gekauft und ich trinke jetzt so viel Limo, dass sie das auszahlt. Ja, dass man die Wampen so stellt. Und egal, ich glaube, da hat man diese Offen schon hinkonditioniert. Hauptsache gratis. Der Test ist gratis. Ja, wir kennen Leute, die gehen 2-3 Mal die Woche zum Gratis-Testen. Mhm. Und einen Test, der nichts aussagt, der nicht validiert ist. Den Gratistest, den wir im Endeffekt aus unserer eigenen Tasche zahlen, ja, so wie die Impfungen und so weiter und so fort und auch die fatalen Auswirkungen des Lockdowns. Und auf der anderen Seite, so wie immer, follow the money, who profits,
der Gewinn wird wieder mal privatisiert, während halt die Verluste und die Kosten wir alle übertragen. Ich meine, man muss, das muss man dazu sagen, auch wenn das jetzt kein expliziter Corona-Abend ist heute, ne, aber es ist wichtig für die Menschen zu begreifen, dass wir jetzt in einer Situation sind, wo wir, wie jetzt schon erwähnt, die Kosten und die Tests alles im Prinzip selber zahlen, weil sie ja gratis sind. Auf der anderen Seite, aber die Impfhersteller, weil es ja ein Notfall, eine Notfallzulassung ist, die Impfhersteller von der EU aus der Haftung entlassen wurden. Das wäre doch so, als würde ich mir jetzt einen Neuwagen bestellen beim mein Autohändler meines Vertrauens, der stellt mir den nach Hause, ich freue mich, er blitzt, schaut super aus, dann setze ich mich rein, sehe, dass das Lenkrad fällt und wenn ich mit Schlüssel starte, dass der überhaupt nicht funktioniert und dann möchte ich ihm zurückgeben und sagt er, sorry, geht mir nichts mehr an. Ich meine, in dieser Situation sind wir jetzt und bei der Impfung oder bei den Tests lassen wir uns das gefallen. Es geht ja um Gesundheit, um Sicherheit. Etwa, du hast es nicht kapiert. Du hast immer noch nicht kapiert. Jetzt können wir so sagen, na gut, die Wissenschaft, also wir sind jetzt der Meinung, das ist alles empirisch so belegt, was wir sagen und das stimmt. Aber wo ist die Grenze des Wahrheitsgehalts? Weil es war auch einmal wissenschaftlich, dass die Erde flach ist und sich die Erde um die Sonne dreht und der Pluto hat 100 plus Alpen zu sein. Also umgekehrt, das hast du schon gesagt, gell? Und wo, also das war ja auch dann wissenschaftlich erwiesen so quasi und dann hat einer einmal gesagt, okay, vielleicht doch nicht. Also dann ist ein unbequemer Knopf daherkommen. Aber und vielleicht sagen, man stellt ein Modell und versucht dann und macht dann Experimente und solange die Experimente in der Realität sozusagen dieselben Ergebnisse bringen wie die Vorhersagen, die das Modell tätigt, ja, dann kann ich mein Modell beibehalten. In dem Moment, wo ich ein Experiment mache, das sozusagen im Widerspruch zur Vorhersage des Modells ist, dann muss ich überlegen. Und das ist ja auch das passiert, wo über die Erde eine Scheibe war und wo man dann eben andere Experimente gemacht hat oder andere Beobachtungen gemacht hat plötzlich durch neue Teleskope und so dann draufgekommen ist. Naja, alle Vorhersagen, also alle Vorhersagen sind nicht richtig, die das Modell tätigt. Jetzt hat dann wissenschaftliche Entscheidung oder Glaubensentscheidung. Oder Glaubensentscheidung. Ich glaube an die FFP2-Maske oder an eine biologische Entscheidung. Die Aussage ist ja sowieso, das ist ja absolut. Aber es gibt ja zum Beispiel auch Rechtswissenschaften und Geisteswissenschaften. Was können die? Ja, Rechtswissenschaften ist ja Geisteswissenschaft. Das ist okay, also es gibt jetzt Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften. Also ja. Zugruppe Rechtswissenschaften, was kann die? Ja, die kann ja nicht irgendwas verifizieren, oder? Die Geisteswissenschaft ist eine Wissenschaft, wo der Wissenschaftsgegenstand von Menschen selbst gemacht wurde. Ne? Literaturwissenschaften, Rechtswissenschaften, Theaterwissenschaften, also das Gegensteinwissenschaften, die sich quasi mit geistigen Errungenschaften des Menschen befassen und nicht mit der Natur von der Natur vorgegeben. Ja gut, du kannst natürlich durch moralische, ethische Überlegungen sozusagen gewisse Grundsätze aufstellen für die Rechtswissenschaften aber, und dann eben. Ja, aber schon, aber diese Dinge sind nicht in der Natur vorzufinden. Nein, in der Naturwissenschaft ist keine, das ist schon klar. Nee, das sind Dinge, die wir selber produzieren. Ne? Na klar, natürlich. Und dann kommt es zur Ausbildung von Rechtsnormen, also von den Normen, die allgemein verbindlich und vom Gemeinwesen auch durchgesetzt werden können und allgemein gelten. Und das ist dann geltendes Recht, ne? Neben anderen Normen wie Ethik und Moral, ne? Was man halt unsanktioniert verletzen kann. Also staatlich unsanktioniert verletzen kann. Nur wer sagt, was recht ist? Wer bestimmt, was recht ist? Da haben wir in der Verfassung ein System entwickelt, ne, was Recht entstehen lässt. Ne? Das sind halt diese Gesetze, die im Parlament beschlossen werden, ne, aber tatsächlich woanders entstehen, ne, nämlich im Bereich der Exekutive. Ne? Und das ist vielleicht einer der Hauptgründe, warum das alles so schief läuft. Ne? Das ist das, was eben von der Verfassung vorgegeben ist und was in der Realität die sogenannte Realverfassung produziert. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Ne? Und da hat man zu den allen Momenten, das ist ohnehin schon das öfter gesagt worden. Ne? Die Grenzen der Geisteswissenschaft sind offensichtlich sehr viel enger als die der Naturwissenschaft. Ja, sicherlich, weil sie mehr am menschlichen Denken sich orientieren und ausschließlich vom Menschen ausgehen. Ne? Das ist ja nichts von der Natur vorgegeben. Ne? Wenn in der Physik die Gravitation als solche erkannt wird, dann besteht sie, ne? Dann ist sie da. Ne? Das ist ein Phänomen, was nachweisbar ist. Ne? Aber wie weiß ich jetzt nach,
naturwissenschaftlich, unter Anführungszeichen, ob jetzt ein Grundrecht gilt. Das ist etwas, was vom Menschen gemacht wurde, und wenn das Rechtsbewusstsein in der Gesellschaft nicht mehr vorhanden ist, dass Grundrechte das sind, was sie sein sollen, dann sind sie de facto nicht mehr da. Aber ist es denn grundsätzlich mal so, dass keiner über den anderen herrschen soll, Roman? Naja, sicher, diese Fiktion der Demokratie, die Identität von Herrschern und Beherrschten, ja, in Zeiten wie diesen ist das mehr als eine Fiktion. Ne? Also das ist, ja, das kann man vergessen. Also das funktioniert so nicht, das Konzept. Ne? Man kann das Konzept anstreben, man kann dem nahe kommen, aber wird es nie schaffen. Na, wie viele von diesen ganzen Berufen, die jetzt wirklich jetzt maximal involviert sind, das sind Medizin, das ist Rechtswissenschaften, das sind die zwei, was jetzt da wirklich massiv. Wer von diesen Leuten, die Anwender sind, weil Ärzte, Therapeuten, Rechtsanwälte sind ja Anwender, wie viele von diesen Anwender arbeiten wirklich regelmäßig wissenschaftlich? Das ist ja das, was ich mir wieder frage. Also ich kenne viele Leute in der Branche und ich weiß, dass nach der Uni geht man ins Handeln, in das Ausüben. Mhm. Und ich habe oft das Gefühl so, es stört sich, wenn ich da bei meinen Kollegen, die Ärztekollegen halt, dann diese Flyer sieg von diesen neuen Sachen, was da halt dann die Dealer oder Pharma-Referenten, wie man es nennt, drin das sind Dealer. Naja, das sind halt, hast du brauchst, das ist ein schöner Anzug, ein schönes Auto von der Tier. Aber da steht unten dieser Text noch, was das ist, und keine Sau fragt nach der Urquelle, sondern es gibt einen bunten Prospekt. Das heißt, ich glaube, dass wir ein Problem haben, weil wir in erster Linie Anwender sind und vom beruflichen Kontext gar nicht Therapeuten genauso. Wir machen Sachen, die sind seit 50 Jahren einfach da, Bobart, ja, das machst du, Karel und Bert haben es gesagt, das wird gemacht. Es ist 100-mal widerlegt, dass das mit dem Hirn nicht funktioniert. Aber wir machen es. Und wenn du das nicht machst, dann so, Aber wir machen es immer schon so. Das haben wir immer schon so gemacht. Ja, genau. Die Oma schon so gemacht. Das Hinterfragen führt halt. Ja. Es gibt aber in größeren Krankenhäusern immer Abteilungen, die sich mit medizinischer Grundlagenforschung sozusagen beschäftigen. Ja, versuchen, neue Therapiemethoden zu finden, zu optimieren. Man schaut sich dann diese Studien an, und wenn man ein bisschen geübt ist, dann kann man da schon so die Limitationen auch erkennen, wenn man das diskutiert mit jemandem. Nur ich muss mich darauf verlassen, dass das nicht gefaked ist. Und das ist schwierig. Auf das können wir uns nicht mehr verlassen. Weil ich habe einen Bekannten, der ist Pharma-Referent für Schlag mich tot. Da geht es nicht eher so um Prüfungen, sondern eher um Geräte. Und der bringt mir dann einmal so einen Prospekt halt, mit dem, das sind jetzt die Daten und Ding, und dann sagt er, du, ich habe mir das angeschaut. Sagt, das passt ja hinten und vorne nicht zusammen. Das steht offenbar, dass das nicht passt hat, da so viel ausgeschlossen worden sind. Ganz unverschämt und offen steht das auf diesem Prospekt drauf. Ich hab da Entschuldigung. Es könnte sein, dass man auch von dieser Wissenschaft ein bisschen veräppelt werden. Eine sehr interessante Aussage vom Dr. Richard Horton, der ist der ehemalige Herausgeber vom Lancet, eines der renommiertesten Medizinjournale überhaupt weltweit. Die Bibel heißt das. Ja. So ein Bibelmagazin vielleicht, ja, genau. Ein Bibelmagazin, ja. Das wird regelmäßig reinflattert, wenn man es bestellt. Und das ist jetzt jemanden, in dem Lancet werden eigentlich für die ganze Welt relevante Studien veröffentlicht, an denen sich dann die Mediziner orientieren, um ihre Patienten zu behandeln. Ne? Und wir wissen ja, dass halt die meisten Studien im Sinne der Partei ausgehen, die auch die Studien finanziert. Ich meine, das ist eigentlich ein Thema, das unter Medizinern gut bekannt ist, nur öffentlich äußern tun es halt die wenigsten, weil es meistens der Karriere abträglich ist. Und dieser Dr. Richard Horton hat einmal gesagt, es ist jetzt für die englischen Listeners, please, so gut es geht, ja. The case against science is straightforward. Much of the scientific literature, perhaps half, may simply be untrue. Afflicted by studies with small sample sizes, tiny effects, invalid exploratory analysis, and flagrant conflicts of interest, together with an obsession for pursuing fashionable trends of dubious importance,
Science has taken a turn towards darkness. Ja? Das war also, dass die Wissenschaft einen Weg Richtung Dunkelheit eingeschlagen hat. Sehr optimistisch, ne? Er muss es. Das heißt, das Brot ich esse, das Lied ich singe. Ja, das ist längere Zeit schon das Problem, dass Universitäten immer sogenannte Drittmittel lukrieren müssen, das heißt Aufträge aus der Industrie annehmen und dann für die Industrie Forschungsaufträge. Die staatlichen Förderungen oder die staatlichen Mittel eigentlich für völlig unabhängige Forschung kaum ausreichen. Das heißt, da wird immer dann um Assistentenstellen oder ganze Institute zu finanzieren, werden Drittmittel akquiriert und da wird dann für die Industrie geforscht und da geht es halt dann darum, mehr oder weniger, dass das ums Geschäft, das und man wieder einen Forschungsauftrag bekommt, quasi das Forschungsergebnis. Aber zum leichteren Verständnis, kann man das dann eigentlich ein Mietmaul nennen. Die Mieten in seinen Mund, ihr gehört, dass er das sagt. Etwas überspitzter Formulierung, ja, ich meine, es ist nicht ganz so, aber man kann sich dann schon Studien in eine gewisse Richtung treiben, indem man halt die Grundgesamtheit entsprechend wählt oder vielleicht irgendwelche Ausreißer sozusagen gleich weglässt. Mir ist das nur bei den Masken aufgefallen, dass eigentlich vor 2020 die Maskenstudien ganz anders ausgeschaut haben als plötzlich dann danach. Ja, die Masken haben sich viel geändert. Ne? Schon, ja? Zwei Masken, da hast du früher eine medizinische Untersuchung gebraucht, damit du sie... Vom Arbeitsmediziner, ja. Mhm. Und heute sind sie Alltagspflicht, ne? So quasi, ne? Ohne medizinische Untersuchung, wenn untersucht wird. Dann wird der Arzt, der untersucht, aus dem Verkehr gezogen. Also das, nein, hat man die Maske zum Farbsprühen auftragen verwendet, die FFP2-Maske. Es steht ja lustigerweise auf der Verpackung drauf, schützt nicht vor Viren. Ne? Und Bakterien. Und Bakterien auch nicht. Und Bakterien, ne? Wir tragen es trotzdem, ob das jetzt sinnvoll ist. Weil ich habe da mal Lehr gemacht, und das war ein Beruf, wo man halt mit Kunstharz sozusagen arbeitet, also Prothesen bauen. Und dann bist du 15 Jahre, dann sagen sie, heute kommt der Doktor am Nachmittag. Und ich habe gesagt, was kommt heute der Doktor in die Firma, was soll denn das? Und dann ist einer gekommen, so Arbeitsmediziner, und der hat die Lehrbuben angeschaut, weil der hat die Firma einen Zettel braucht, dass der Lehrbuben, weil im Keller unten, tragen haben wir es nicht, aber wir hätten da die Masken tragen sollen. Jetzt hat einer an der Wand gehängt, also auch viel. Das ist nicht Masken tragen, das sind sehr tiefe Menschen drinnen. Ja. Mhm. Aber der hat erst die Freigabe, der hat den Lob gemacht. Und der hat gesagt, ja passt, dann kriegt die Firma ein Zertifikat, dass der Mitarbeiter das machen darf, weil die Masken passt. Und der ist auch gekommen und hat die Lüftung angeschaut. Das darf er die halt nicht machen, ne? Ja. Ganz genau. Und heute ist es umgekehrt. Heute musst du von Pontius zu Pilatus rennen, um zu beweisen, dass du keine tragen darfst, sollst, musst. Das ist eine ganz eigenartige Beweislastumkehr. Mhm. Wie der Rechtswissenschaft, ne? Früher war es selbstverständlich, dass man an VfGH-Entscheidung entsprechenden Respekt zahlen. Ne? Heute ist wurscht. Heute ist wieder, ein Vorschlag. Heute haben, ein Vorschlag zur Güte. Heute wieder einen Anruf gehabt von einem älteren Herrn, so 60, 65, der sich mordsmäßig darüber echauffiert hat, warum man VfGH-Entscheidungen ignoriert. Ne? Also das ist wie kann das sein, dass Anwälte das akzeptieren? Wir akzeptieren es ja eh nicht. Ne? Nur wir nehmen es einmal so zur Kenntnis. Ich kann es ja nicht ändern, wenn die politischen Entscheidungsträger glauben, den VfGH ignorieren zu können, ne? und den VfGH für dumm verkaufen zu können. Ne? Also da ist, ja, aber da läuft ja schon irgendwas schief. Ja, sicher, es läuft auf der Maskenebene was schief, es läuft auf der rechtswissenschaftlichen Ebene was schief, es läuft beim Impfen, beim PCR-Test was schief. Ne? Da braucht man sich ja die Beipacktexte durchlesen beim PCR-Test, dann wird man auch erkennen, dass die dafür Screenings nicht geeignet sind und so weiter. Also es läuft schief an allen Ecken und Enden. Man fragt sich auf allen Gebieten, ne? Egal ob Geisteswissenschaft oder Naturwissenschaft, wo bleibt die Wissenschaft? Ne? Ist sie durch Politik ersetzt worden? Ne? Oder? Und sie wird halt zunehmend privatisiert. Ne? Das sieht man ja auch im Bildungssystem mit den ganzen privaten Universitäten, die jetzt auch vor 20 Jahren war es nur in Amerika so, dass man halt da privat mit viel Geld studieren hat können und mittlerweile ist in Österreich, gibt es immer mehr Privatuniversitäten, FHs, wo man sich, ich möchte um Gottes Willen keiner FH und keiner Privatuni unterstellen, dass man sich ihr Studium erkaufen könnte, ja, aber dieses Geld, dass man hinbringt, das erleichtert halt, Und da gibt es schon andere Departments auch, weil ich war auf dem Department der Neurowissenschaften
Und das ist in England gibt es noch mehr und in Österreich gibt es noch mehr. Zu dem Zeitpunkt, ich habe 2013 abgeschlossen und du bist ausgegangen von der Uni und hast gesagt, ich habe dort meinen Master gemacht. Dann habe ich gesagt, wow. Jetzt war die Aschbacher dort, es war der mit der Lehammer, glaube ich, hat dort da, glaube ich, im gleichen Jahrgang. Ja, der hält den Ball aber sehr flach. Ja? Naja. Das hört man nie, der gibt nie so diesen akademischen Grad, den man da hat. Also, wer weiß, warum er das weiß, nicht warum tut. Er das Kalle! Du hast ja dort Meister. Du hast ja am Samstag, weil ich war der Präsenzzeit war Montag bis Samstag und Freitag haben wir nicht mehr so viel getrunken, dass wir am Samstag ein Auto anfahren können. Ja, war so. Du hast ja feiern. Der Durst, was der Durst. Und dann hast du am Samstag die dicken Autos gesehen. Für die MBAs. Was sind die MBAs gegeben? Was ist denn das jetzt schon? Das sind diese Mastertitel, also Master Business Administration. Business. Ja, und dann hast du halt dann gesehen, weil da sind dann so Pickel drin gewesen, große staatsnahe Konzerne, haben dann am Samstag ihre Leute noch akademisiert. Ah, ich verstehe schon. Ja, Kalle, waren wir da dabei? Auf welcher Uni war das? Lehammer. Ah, die Landsteiner Uni da, ne? Ja, genau, neben Stein. Also, ich hab. Also. Ja, das. Ja, wirklich! Ja, als du schaust aus dem vierten Stock im Hörsaal. Ich hab nicht gewusst, dass da die Schwaden drüber sind. Ich hab nicht gewusst, dass da die ganz die Schwaden. Der Lockdown-Chef Fritzl drüben sitzt. Das hab ich nicht gewusst, ja. Ja, das ist der Schwarehefen, ja. Das ist wirklich so. Wow, das ist so Bildungseinrichtung neben. Ja. Damit jetzt, du gleich weißt, wo es hinkommt. Und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, so, ich weiß nicht. Ist nicht für jung, gell? Ja, wirklich, das wirklich schwere Verbrechen weiß ich nicht, wo es wirklich passiert. Naja, ich würde jetzt keinem unterstellen, aber. Ich habe schon viel Blödsinn dort gelernt, der absoluter Schwachsinn war. Ja, aber jetzt stellen wir fest, also die Wissenschaft ist limitiert, man ist ein bisschen paranoid, weil manches gekauft, manches nicht mehr, manches so hingetrimmt. Also was machen wir jetzt mit diesem Sektor? Und die Frage ist, heilt uns das? Also wenn die Politik jetzt zum Beispiel nur strengstens wissenschaftlich alles macht, dann haben wir ja eigentlich gar keine Politik mehr, weil wie willst du wissenschaftlich jetzt eine, weiß ich nicht, eine Sozialpolitik machen? Das geht ja gar nicht. Naja, ich meine, du kannst es jetzt nicht, ich sage einmal, kontralege machen im Sinne, dass du die inhaltlichen Vorgaben der Verfassung ignorierst. Also das kannst du nicht machen. Ne? Das ist einmal das Erste. Und du kannst es auch nicht machen gegen naturwissenschaftliche Erkenntnisse, kannst du sie auch machen. Ne? Was sind politische Entscheidungen? Ne? Das sind Richtungsentscheidungen für die Gesellschaft, die sich jetzt nicht unbedingt an Wissenschaft orientieren müssen. Ne? Aber Wissenschaft nicht in Frage stellen dürfen. Das einfach nicht gegen Wissenschaft. Und nicht gegen Wissenschaft sein können. Die Wissenschaft ist ja nur eine, ich will jetzt ein bisschen gegenreden. Ja? Die Wissenschaft ist ja nur eine Methode. Das ist eine Methode. Die kann das vielleicht gar nicht, was wir ihr da jetzt unterstellen. Die Wissenschaft kann sehr wohl sehr viel machen, aber es. Naja, man muss vielleicht unterscheiden zwischen der Erkenntnis und dem, was ich aus der Erkenntnis mache. Und da liegt vielleicht die Politik. Ne? Ich meine, ich kann Atomkraft jetzt einsetzen zum Strom erzeugen oder zum Massenmord, ne? Indem ich Atombomben auf ihn schmeiße. Ne? Das ist vielleicht die politische Entscheidung. Ne? Weiß ich nicht. Das Problem ist, ich glaube, dass diese Politiker einfach die Wissenschaft nicht verwenden können. Es sind Anwenderfehler. Weil wenn der was da wieder vorne steht und sagt, die nächsten 14 Tage sind entscheidend, wenn ich den Sieg mit seiner. Das hat er wahrscheinlich selber hinten draußen gemeint. Und dann ist es langsam und dann sagt der König Sebastian, ey Rudi, wir müssen ausgehen, er meint uns schneller so. Ich glaube, dass das exponentielle Wachstum. Das ist exponentielle Wachstum. Plexiglas, ich habe mir diese Führung geschaut und dann steht das da und du merkst so, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Okay. Ja, ich glaube an die FFP. Aber das ist immer leider, wenn ich glaube an die FFP2-Maske, ich glaube an die FFP2-Maske. Und aber ich glaube, dass wir alle sterben werden. Dann der Kanzler, der ist Naturant, ich glaube, dass der sicher was ausmalen kann oder seine Schultaschen einrahmen kann. Aber ich glaube nicht, dass die checken ja nicht, dass Wissenschaft in der Medizin bis zu einem gewissen Grad ja monetär gefördert wird. Ich glaube, der kann es nicht einmal differenzieren. Und darum holt er sich halt die Leute, die er hat, und das sind halt meistens staatsnahe Betriebe, und die sagen das halt. Man muss sich auch fragen, warum solche Menschen, wie zum Beispiel ein Volksschullehrer und der Herr Anschober ist vielleicht ein großartiger Volksschullehrer, ja. Aber also warum? Ich habe noch nicht unterrichten gesehen. Ja, aber sei froh, dass der nicht auf Kinder losgeht. Ich könnte mir das vorstellen, vielleicht
Ich vielleicht glaub, macht er seine Sache gut. Hast du den Elefanten gesehen, was er damals bastelt hat? Ja, ja, ganz lieb, oder? Der Elefanten gebastelt. Ja, der hat, das habe ich sogar wieder drüber gemacht. Das ist nicht da haben sie den Babyelefanten, haben sie mit die Tanne getreten und dann hat er echt einen aus Poppendicke genommen, den hat er selber bastelt. Und hat er gesagt, oder was? Ja, das hat er, den hat er selber gemacht. Das ist ja süß, oder? Der hat so einen Knick im Rüssel gehabt und den hat er vorhin hingestellt, vor das Plexiglas. Der hat ja, Basteln ist Teil der Ausbildung. Ja, genau. Ja, die müssen das können. Ja. Die müssen auch singen, sprechen. Und spätestens in dem Moment, wo der Gesundheitsminister sagt, er hat in der Vornacht den Elefanten zusammenbastelt, den er aus einer Mülltonne rausgekramt hat. Spätestens ab dem Moment. Muss nachdenken, ne? Muss ich mir überlegen, so, wer lenkt mich? Wer entscheidet da? Ja, ja. Das ist ein Schwede, das habe ich nicht gewusst. Ja, das habe ich gesehen, das gibt es ja. Es ist auf jeden Fall in so einer Position. Ein Gesundheitsminister als Volksschullehrer, das passt halt nicht gut. Ja. Und das ist in Deutschland, der Herr Jens Spahn ist ein gelernter Bankkaufmann. Ja. Und der lenkt jetzt die Geschicke der aber Deutschen. Aber er kennt sie aus, weil die Millionen, 4,1 Millionen will er, also er kennt sie aus. Aber jetzt stell dir das Rentier Wagner als Gesundheitsministerin vor. Gott, ich meine, was müsst jetzt Pest, Cholera, Typhus oder Erdbeben? Ja, der linke und der rechte Flügel gehören zum selben Vogel, sagen die Indianer. Ne? Und das, die Rente Wagner ist bei den Bilderbergern vorgeladen gewesen, bevor sie bei der SPÖ groß geworden ist. Ne? Der Herr Van der Bellen ist ein Bilderberger. Eine echte Verschwörungstheoretiker. Aber jetzt haben wir uns gerade erregt über das Elefantenniveau, über das Bastelniveau. Und das ist als Fuchmann, der kann das nicht unterscheiden, aber die hat promoviert, also die müssen es kennen. Genau. Redet aber genau den gleichen Bullshit. Nein, sie hat aber am Anfang hat sie was anderes gesagt. Bastelgeschäft. Ja, am genau. Anfang hat sie. Ja. Also was weiß sie? Weiß sie es? Kann sie es nicht? Wo ist da los? Na, sie weiß es sicher. Das ist, glaube ich, das, was ich glaube. Nicht weil weiß, ich glaube, glaub, es ist ja nicht so kompliziert. Also, es nicht zu wissen, ist ja eigentlich kaum möglich. Ne? Man braucht ja nur die Vorhersagen ja, sozusagen mit der Realität vergleichen und sich davon, dass das. Man braucht ja nicht studiert sein. Man braucht in Wahrheit ja gar nicht studiert sein. Ne? Ja, die bosnische Putzfrau an der Kardioabteilung hat zu mir, ich glaube, das war noch im April, gesagt, noch haben wir nur Probleme mit dem Kopf. Ja. Ja, haben wir wirklich nur Probleme mit dem Kopf und er hatte nichts damit zu tun, hast du studiert oder bist du Putzfrau von Bosnien oder Analphabet. Ja, die Idiotenkonstante sagt ja, ne, die Anzahl der Idioten ist quer durch alle Bevölkerungs- und Bildungsschichten gleich. Ne? Okay. Also ein liebes altes Urteil von außen, ein 80-jähriges, ja, das kann genauso boshaft sein. Ja. Was kann sie leisten, die Wissenschaft? Ne? Sie kann nur lapidare Erkenntnis vermitteln, ne? Kann aber nicht bewirken, dass da jeder begreift und akzeptiert und anwendet. Das kann sie nicht. Ne? Auf, ne? Na, vor allem, wenn das muss schon selber in dir aufnehmen. Wer betreibt Wissenschaft? Wissenschaftliche Forschung hat mit einem offenen Ausgang. Das ist schon, aber wie jede Diskussion in Wahrheit. Ja. Wenn du schon nicht mit einem vorgegebenen Ergebnis oder gewünschten Ergebnis. X4 muss also kommen. Das Ergebnis, ich glaube, das Ergebnis ist ja da, dass das alles Bullshit ist. Da sind wir uns ja einig. Ne? Nur ist man bereit, das wissenschaftliche Ergebnis zu akzeptieren. Das hat jetzt nichts mehr mit Wissenschaft in dem Sinne. Also die Politik ist nicht bereit. Das wenn ich sage, ich glaube an die FFP2-Maschine, dann ist das eigentlich eine Fotzen. Schockierend. In jedes Schockierend. Gesicht eines jeden. Das hat nichts mit Wissenschaft zu tun, sondern das ist ein Mensch, der sowas sagt, der ich weiß nicht, der hat, ich weiß es nicht. Das ist schwer zu formulieren. Probleme. Ja, Probleme. Ja, Probleme. Genau. Aber ich kann jetzt nicht definieren, was das dabei gesagt hat. Warum kann uns der Elefantenpastor in Geiselhaft halten? Warum kann uns ein Herr Blümel, der, Entschuldigung, ich meine, der ist philosophisch auch eine Geisteswissenschaft, der wunderschön auch Wissenschaftler, in Geiselhaft halten? Wie lange hast du gebraucht, um zu checken, dass die ganze Corona-Geschichte Bullshit ist? Ja, genau, eine halbe Stunde. Das ist nicht so. Also, wie tickt ein Juristengehirn? Ne? Das ist ganz klar und straight, muss man sagen. Ne? Wenn es solche Grundrechtseinschränkungen gibt, dann fängt man zum Denken als Jurist. Ne? Und so fragt man sich, da passt das oder passt das nicht? Ne? Fragt herum ne? und nach ein paar Tagen war es klar, ne? Dass das auch Unsinn ist. Ne? Also man geht halt aus von dem, was man gelernt hat, ne? und versucht dann sich weiteres Wissen zu arbeiten. Und dann war es klar. Also das ist ein ganz normaler Vorgang. Es gibt eine Studie. Wie haben wir es gebraucht? Nur 0 Sekunden.
das hat nicht passt. Es hat nicht lang gedauert, nein, aber es gibt zum Beispiel eine Studie von den Russen, der KGB hat das in die 70er Jahre durchgeführt, wo sie gelernt haben, wenn man ein Kollektiv 2 Monate lang hindurch mit einer Angstpropaganda bombardiert, dann lösen sich nach 2 Monaten bei diesem Kollektiv die Fähigkeit, rationale Argumente zu verarbeiten auf. Mhm. Ja? Und das ist halt das natürlich seit damals bekannt, auch denen an der Macht, ja, und mit dem arbeiten sie. Und unser ganzes Leben wird durch Angst kontrolliert. In der Schule, wenn du nicht folgst und nicht schön brav sitzen bleibst, ja, dann kriegst du schlechte Noten von der Religion. Wenn du nicht brav bist, dann kommst du in die Hölle. Ja? Und unsere Politiker, und unsere Politiker machen das nicht anders mit uns. Ja. Aber ich meine, du bist jetzt keine, die eine wissenschaftliche Ausbildung expliziter, wie lange hast du braucht, um zu durchschauen? Ich habe genau eine halbe Stunde braucht. Genau, so. Ich habe den Wahnsinn gelesen, habe das einmal gegoogelt, durchdividiert, mir angeschaut, das gespürt sich nicht, die Leute kennen nicht dort umfallen, Bullshit. Hat mich sofort an 2009 ungefähr erinnert, damals mit der Schweinegrippe, Wodak und so weiter, mal gedacht, leck Arsch, jetzt kommt der Dreck schon wieder. Mir hat dann das Telefonat mit dem Bundesministerium für Landesverteidigung am 15. März hat mich stutzig gemacht. Du hast mit dem telefoniert? Ich habe da telefoniert, das war super. Mit der Landesverteidigung? Ja, ich dort, weil ich war ja Soldat und ich war Sanitäter und scheiße Gesundheitskrise, ich ruck da sicher nicht rein. Und habe da angerufen um 10.12 Uhr, ich werde das nie vergessen, stehe am Balkon, da habe ich diese Suchbestellung gemacht, drück drauf und beim dritten Mal leiten hat da wer abgehoben und ich so, wow. Die dann am Sonntag war es. Und ich so, ja, ich habe da gerade im Fernsehen und im Internet gesehen, dass die Milizen einberufen werden. Und der hat gesagt, wir wissen nichts davon. Und dann dachte ich so, okay, wieso wissen die nichts? Und dann dachte ich so, das stimmt oder nicht. Lockdown. Ja, bin dann gefragt, was für ein Dienstgrad das ich habe. Und ich habe sauber abgerüstet damals. Und ich war schon 37. Und er hat gesagt, nein, machen Sie nicht, sagen Sie, holen wir nicht. Und dann dachte ich so, war ich schon mal beruhigt. Und dann dachte ich so, da passt was nicht. Weil wenn die nicht wissen, dass sie die Miliz brauchen, die es holen. Und dann hat er überhaupt nichts gestimmt. Ich habe damals auch einen gehabt, den habe ich behandelt, der war aus diesem schieren Gebiet, wo die Särge da anscheinend gestanden sind. Und den haben sie in Österreich operiert mit Krebs und den hat es auch nicht weggerissen, weil da haben wir noch nicht gewusst, dass wir Masken brauchen. Und der ist aber nicht mehr hergefahren, weil seine Kinder da unten wohnen. Man, das war halt für mich dann so. Und dann am 3. April habe ich mir erst das Video gepostet und dachte so, nein, das kann es nicht sein. Dann noch meine ersten Videos gemacht und ich habe mir gedacht so, das muss doch wer merken. Ich habe mir gedacht so, mache ein paar lustige Videos und jetzt sind es über 80 Videos und ich habe eingesehen, dass ich zu 99,9% auf dem Planeten mit Vollidioten lebe, die einfach Angst haben vom Selberdenken. Weil dann musst du aufgeben. Klaus, ich will, ich meine, wir haben uns ja kennengelernt quasi durch diesen Schwachsinn da. Du hast mir mal geantwortet auf irgendeine E-Mail. Genau. Auf irgendwas mit statistisch. Genau. Und wie lange hast du gebraucht? Naja, wenige Tage. Ich bin am 8. März 2020 am Wiener Flughafen, auf einem leeren Flughafen gewesen. Ich habe mir schon gedacht, hoppla, was ist da los? Dann konnte ich dort mit den Securities, also Sicherheitskontrolle einfach so tratschen, weil sonst keiner da war außer mir. Und naja, so gegen den 13., 14., 15. März 2020 war mir dann klar, dass das Ganze da nichts mit der Realität zu tun hat, was hier in den Medien verlautbart wird. Ja. Also stimmt, Peter, du hättest ja also eigentlich im letzten Jahr ungefähr 7000 Patienten reanimieren müssen, die quasi fürchterlich ersticken. Mit Covid, war das so? Also man muss eher sagen, zwischendurch sogar, dass wir zwischendurch weniger Fahrten gehabt haben. Also es ist auf jeden Fall auf keinen Fall in Einklang zu bringen mit dem offiziellen Narrativ einer Pandemie. Und wenn wir wissenschaftlich reden, so wie du vorher gesagt hast, Natascha, mit der Schweinegrippe, ne, die Ähnlichkeiten, da hat es ja super harte Doku darüber gegeben. Mhm. Auch. Die Ähnlichkeiten sind ja so frappierend und wenn wir von Wissenschaft reden, dass man durch Beobachtung und auf der einen Seite im Vergleich zu den Vorhersagen dann gescheiter werden könnten, ja, dann müsste man ja jetzt gescheiter werden, weil der Dr. Wodak hat damals 2009 schon dem Herrn Drosten gesagt, dass er wohl daneben liegt, ne, und eigentlich jetzt 10 Jahre später dasselbe nochmal, ja, und die Menschen sind aber, es ist halt ein Hohl- und eine Bringschuld und die Menschen sind offenbar nicht bereit, den Schritt zu gehen, jetzt dazu zu lernen. 10 Jahre später dieselben Proponenten wieder am Spielfeld. Vor 10 Jahren hat klar der eine
recht gehabt und der andere ist daneben gelegen und trotzdem genau glauben die gleiche wir, und heute ist er Verschwörungstheoretiker. Ja, und heute ist er auf einmal ein Verschwörungstheoretiker. In England, der Fauci in den USA sind genau die gleichen. Absolut, der Fauci. Der Köhlein hat damals schon gesagt, Bullshit, Wodak hat gesagt, wieso Bullshit. Wieso freuen sich die Leute jetzt eigentlich, du bist ja der Orange, ja so der Psychologe, wieso freuen sich die Leute nicht eigentlich, was nichts ist? Weil sie so warum begeilen sie sich an dem Szenario, wie ich sterbe, Leichenberge? Weil warum freuen sie sich jetzt? Bitte war nichts, stimme Wasserglas ich mein, dieses Kapitel. Weil ich gehe aber meine Leute immer auf Gesundheit. Ich verwende das Wort Patient nicht, weil dann hast du Status Patient, du kannst nicht mehr Gesundheit. Hast du einen Stempel? Ja. So ein Stempel. Mhm. Sie sind alles Patienten. Ja, alles Patienten. Und für voll viele Leute war das Leben schon vorher voll sinnlos. Die haben ja vorher schon keinen Auftrag gehabt. Und jetzt hast du das erste Mal, wenn du voll der Depp bist und dich keiner mag, dann ist das jetzt deine große Chance, dass du zeigen kannst, dass du zu den Guten gehörst. Es gibt Zugehörigkeit. Weil diese Maßnahmenmenschen, die da voll drauf sind, die haben jetzt eine Gruppe. Und die, da gehörst du dazu. Und natürlich, so wie Leute wie wir, die das halt ein bisschen kritisieren, merkt man, also wir haben jetzt nicht den großen Soi am Kinnickelberg, sondern mehr so ein Wohnzimmer. Ich glaube einfach, dass da einfach für ganz viele Leute das, die taugt das. Die haben jetzt sie tragen stolz ihr Symbol, richtig. Genau, und das verbindet sie ja. Das ja, auf perverse Art und Weise ja. Leider, ja. Leider was dran. Die ganze Strafe sozusagen einfach hinterherlaufen. Ja. Wir sind die Gutmenschen, wir wissen, was Moral ist, wir sind für Sicherheit, wir sind für Gesundheit, wir schützen euch, wir setzen die Sklavenmasken auf. Wir testen dreimal in der Woche. Ja, das ist ein psychologisches Problem. Unfassbar in Wahrheit. Unfassbar, was für ein Blödsinn. Mir ist heute sogar passiert, dass eine, die mit mir im Lift eingestiegen ist, brauchst keine Sorge haben, ich bin schon viermal testet in den letzten 14 Tagen. Das ist viel zu wenig. Viel zu wenig. Ja, also das ist viel zu wenig. Weil sie sind ja eh gratis, die Tests. Also man könnte ja jetzt alle 12 Stunden testen, hat ja letztens der Herr Nowotny gesagt. Mein Lieblingstier. Ja, Dr. Doolittle. Ja, Dr. Doolittle. Der mit den alle 12 Stunden wäre optimal. Das alle 12 Stunden. Und voll wie leid. Und wie argumentiert er das? Früh nach dem Aufstehen, damit du weißt, ob du gesund bist. Wie argumentiert er das, der Wahnsinnige? Naja, weil man könnte ja innerhalb, also 48 Stunden ist viel zu viel. Ist viel zu lang. Weil da könnte man schon der absolute Superspreader sein, bei einem Test, der nichts aussagt. Und deshalb war ich ja auch nicht geladen, ne, weil ich ja gesagt habe, ich spuck nicht rein. Und das Plexiglas-Palett hätte ich auch nicht gebraucht, spätestens dann, wenn er davon rennt, weil das ist eine Unmenschlichkeit und Blödheit einfach nicht mehr zu überbieten. Es ist eine richtige Blödheit. Ja? Und die Menschen, ja, sie wollen dazugehören. Aber sie vielleicht geht es dazu so gut. Ja. Das ist so das wie wenn die Kinderparty, die Kinder brauchen immer mehr auf und auf und auf und das kulminiert und dann bricht es zusammen, weil sie es übertrieben haben. Vielleicht ist das jetzt die Phase, es geht uns zu gut, jetzt gehen wir aufs Eis tanzen. Es ist um Gesundheit, weil wenn du überlegst, ich bin jetzt auch schon über 20 Jahre in dem ganzen Metier. Es hat kein Mensch, wenn ich frage von den Leuten, was ich behandelt, was ist Gesundheit? Es kann da keine Definition geben. Gibt es ja auch nicht. Das gibt es nicht. Und es ist keiner gesund. Das ist von allen hier im Raum kein einziger. Und jetzt haben die gesund. Ja, der uninteressant. Weil die Leute leben das ist ein uninteressantes Ding eigentlich. Die leben nur von Test zu Test. Sie haben Angst, dass sie krank sind. Dann kriegen sie, wow, ich bin nicht krank. Und haben Angst vom Krankwerden. Das heißt, die hetzen ja nur, die hetzen ja nicht. Ja genau, das ist voll paranoid. Die hetzen von... Dass wir im Vulkan tanzen, Nero bald einmal Rom anzündet. Ja, wahrscheinlich. Und dazu sinkt. Absolut. Und es werden nicht viele übrig bleiben. Ich freue mich schon. Wir werden überbleiben. Weil die sagen, voll viele sagen, ich war krank, ich war noch nie krank und hoffentlich werde ich nicht krank. Aber voll viele Leute kapieren nicht, dass das, was sie jetzt machen, sie krank macht. Die haben keinen Bezug dazu. Die sind ja nicht mehr in der Gegenwart. Die sind entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Und diese Politik redet nie von der Gegenwart. Die redet auch nie von Menschen, von Zahlen und Werten und Statistik und Bett und Inzidenz. Und das werden wir jetzt machen und das haben wir gemacht. Das werden wir machen, weil er kündigt ja alles an. Ja. Er redet ja nicht so, weil wenn er wirklich ein harter Epidemiologe war und Virologe und wenn das voll war, dann sagt er, aus, wir machen jetzt auf der Stelle Lockdown. Wir fahren jetzt alles verdammt und machen sofort einen harten Lockdown. Nein, wir machen in 14 Tagen eventuell. Also den Leuten auch wieder ein bisschen Hoffnung, dass man so Angst zu Ostern das schon weiß. Wenn man die Menschen, wenn man einmal jemanden ein paar Wochen im Keller eingesperrt, dann freut er sich, wenn er einen da
an der Leine ein paar Minuten im Garten darf. Ne? Und Stockholm-Syndrom, ja. Das haben wir ja jetzt. Die Leute sind froh, wenn sie mit eintesten zur Fußpflege oder zum Friseur gehen können. Ich meine, wie weit sind wir gekommen? Ein wichtiges Thema ist sicher, wie tritt man jetzt den Menschen entgegen, die halt da so sich einhängen haben lassen in ihrer Wahrnehmung, dass sie eben zu dieser Gruppe gehören. Wenn man sie beleidigt, wenn man sie zu verächtlich äußert, dann wird ja die Ablehnung noch größer. Was kann man tun, oder wie sollte man denen gegenübertreten? Kommt drauf an, weißt du, jeder Mensch ist unterschiedlich. Der eine braucht Humor, der nächste braucht Fragen, der nächste tickt mit Zahlen, Daten, Fakten. Die Angst müsste man den Leuten nehmen. Ja, aber wie kann ich jemandem die Angst nehmen? Ich bin nicht für deine Angst verantwortlich. Ja? Das ist richtig. Es tut mir leid, wenn in der Scheiße es auch war. Ja, hat er mal gesagt. Wenn du in deiner Angst bleiben müsst, weil du dich da gut auskennst, soll ich sagen, hab keine Angst, follow mich, ich bin der Messias, ich meine, wie halt gut. Ne? Nee, aber man muss die Menschen, denke ich, schon irgendwo verstehen, unter Anführungszeichen. Auch wenn es für uns eins schwer ist, aber nur die sind indoktriniert, die sind den ganzen Tag mit Krone, mit ORF, mit den ganzen Klumpert und mit den Leuten rundherum und in der Panik, sowieso Panik vom Leben, nie eigenverantwortlich gewesen, immer hat irgendjemand auf sie geschaut, der mit dem weißen Kittel ist sowieso der Gott. Und sie haben ihr Leben selber nie im Griff. Nein, muss ich nicht. Verstehen ist Trostpreis. Ich muss es akzeptieren. Annehmen. Ich muss ja, verstehst du das nicht? Sag ich, ich bin froh, dass ich das nicht verstehe. Annehmen, ja. Weil wenn ich das verstehen würde, dann hätte ich ein Problem. Und das ist das, die wollen ja Verständnis von mir. Nein, das kann ich nicht haben. Ich habe kein Verständnis für dich. Und nicht, weil ich arrogant bin, sondern weil er ja mir nicht damit zuhört. Warum bringen wir da, wieso bringen wir hier niemanden hin, der mal anders argumentiert? Warum kommt keiner? Ich meine, das war natürlich jetzt gemein in der Runde, aber wir hätten ja drei von denen hergesetzt oder vier. Die wollen sich dem ja gar nicht stellen. Wieso kommt da immer nur abblocken? Erinner dich, wir waren in der Gemeinderatssitzung in Gösl. Über das rede ich gar nicht. Ganz genau. Abblocken. Nein. Von vornherein wollen wir abblocken. Wie kann man diese Leute zwingen? Na, du stößt dich jetzt daher und dann reden wir mal nicht, weil ich gewinnen will, sondern weil ich jetzt wissen will, wie du tickst. Ganz, ganz zwingen, Konstantina. Ist der Film They Live bekannt, Sie leben? Aus den 70er Jahren, sehr empfehlenswert. Und die epische Szene von John Carpenter, da geht es halt um die Kontrolle, die Regierung auf die Menschen ausübt und ausüben möchte. Und die Königsszene dieses Films, das ist eine epische, ich glaube 12 Minuten lange Kampfszene, wo der Hauptdarsteller seinen besten Freund zwingt, diese Brillen, die er gefunden hat, aufzusetzen, mit denen er sieht, wie die Realität wirklich ist. Also wo in den Werbebannern überall steht, gehorche, kaufe, kaufe. Ja, ja. Und das ist wirklich ein so eindrückliches Szenario, dass da jemand bereit ist, mit seinem besten Freund, ja, mit jemandem, den er gern hat, den er liebt, bis aufs Blut zu kämpfen, damit er die Wahrheit erkennt. Ja. Ich glaube, mit Gewalt wird es aber de facto nicht funktionieren, jemanden reinzuprügeln. Warum sind Sie nicht froh, dass Sie die Realität ist überhaupt die Frohbotschaft nicht so ist? Eine die Realität eigentlich ist. Ne? Das alles gut, es ist alles gut. Wenn es nicht alles gut, aber warum finden Sie das viel schöner? Das ist immer das Totschlag-Moment. Das ist auf der ganzen Welt. Das stimmt ja nicht. Das ist in vielen Ländern, ja. Aber mit dem blocken sie die. Ja, ja. Aber wieso sind die gern in ihrem, es ist alles furchtbar. Aber ich verstehe das nicht. Warum ist man gern in so einem Gefängnis? Weißt du, lieber ein Gefängnis, das du kennst, das eine Freiheit, vor der du Angst hast. Das die Menschen haben vorher waren sie auch frei. Nein, sie waren nie frei. Grundrechte sind für die wenigsten wirklich Realität, ne? Sie waren nie frei. Immer ja, wer kann schon das Grundrecht auf Erwerbsfreiheit leben? Wer kann es denn in Wahrheit? Ich lebe es. Die meisten Leute sind froh, dass sie da so immer Haken haben, ne?
Und froh sind, dass sie nicht rausgeschmissen werden. Mhm. So. Naja, aber was denn das ist, aber Roman, das ist ja schon mal der falsche Zugang zum Leben. Ich sag, wenn ich einen Job mache, dann mache ich es schon mal schon falsch. Das ist ja das Problem bei vielen Leuten, vor allem aus juristischer Sicht, dass die das Grundrechte für sie überhaupt keine Realität haben, auch in normalen Zeiten nicht. Ne? Für Erwerbsfreiheit, Meinungsfreiheit. Ne? Wer kann denn auch im normalen Leben schon seine Meinung frei sagen? Ne? Sie wollen sie gar nicht frei sagen, weil wenn du die Meinung frei sagst, was meine hat, man hört so und so. Du warst dabei, der Polizist in Wiener Neustadt beim Motorrad. Ja, so, man hört das und man hört das, dann weiß ich gar nicht, was ich glaube. Das ist der Meinung bilden. Das eigene Denken in den Vordergrund stellen. Ja, ich glaube halt, dass, wenn du halt eine eigene Meinung hast, und das ist, ich könnte sagen, als Meinungsbesitzer, seit Jahren, weil meine Mama hat uns als ganz kleine Kinder schon zwei Sachen gesagt, die voll wichtig sind, nämlich, wer fragt, darf nicht, und wir sind nicht die anderen. Genau. Das hat meine Mama uns schon echt, ich bin so sozialisiert. Wahrscheinlich, das ist auch das Problem der heutigen Zeit von mir. Nur die meisten haben das nicht. Das heißt, du stößt keine Fragen. Und wie ich im Krankenhaus gearbeitet habe, das war schon der Primar, das glaube ich einmal. Aber deswegen ist das jetzt auch Blödsinn, was der macht. Mhm. Ich kann mir nicht zuschauen. Ich meine, dann habe ich es halt riskiert, dass ich sage, so, dann kann ich in dem Krankenhaus nicht mehr arbeiten. Aber mit 26 Jahren gehe ich da raus und gehe rein. Das ist ja schon unser ganzes Schulsystem, das heutzutage nicht mehr darauf abzielt, sozusagen den Schülern beizubringen, wo sie welche Informationen finden und nicht wie sie sich selbst Informationen oder Wissen sozusagen erarbeiten. Und in Wahrheit sollen da am Ende des Tages ganz, ganz brave und hörige Angestellte und Soldaten rauskommen. Weil ich war Querulantin, ich habe mehrfach andere Schulen besucht. Ja, weil es halt nicht so passt hat. Meine Mutter hat dauernd aufmarschieren müssen. Du hast ein breiteres Bildungsangebot gesucht. Ja, und ich habe halt Dinge hinterfragt und mein Bruder hat es nicht verstanden, warum er 50 Minuten ruhig sitzen muss, was ja für ein Kind absolut unnatürlich und krank ist. Ja. Also, und das wird aber so beigebracht. Und die Noten sind so viel wichtig. Ich meine, was hat denn das damit zu tun? Allein, dass ich auf der Welt bin, bin ich schon wer. Ich brauche nicht irgendwas leisten oder brav sein oder sonst irgendetwas. Das ist ja schon kompletter Schwachsinn. Und wer gibt mir vor, wo ich hingehen soll? Ich will selber mir den Weg suchen. Ja? Das wird aber den Menschen abgewöhnt von ganz klar. Mhm. Du musst brav sein, du darfst nicht schmutzen, du darfst nicht zurückreden, das. Ein kleines Kind wird als Objekt betrachtet und nicht als Subjekt, das erst einmal was werden muss. Ja, gar nichts, das ist schon was. Ne? Und gar nichts wird vermittelt. Mhm. Weil sonst bist du ja nicht lenkbar später mal. Sonst setzt du nicht drauf das Masterl auf und lässt die testen. Selbst wenn nachgewiesen ist, dass die Fotos alle gefaked sind, dass die Statistiken gefaked sind, dass das alles nicht stimmt. Aber du bist schon so indoktriniert, das bist du nur dann. Naja, aber wenn ich jetzt sage, so wie ich habe einen Haufen alte Hodern schon gesehen, viel palliativer, ich bin auch 10 Jahre beim Bestatter mitgefahren, also ich habe diese Kisten voll gemacht. Ich weiß, wie das ausschaut, wann dann einer geht. Und da glaube ich einfach, haben wir einen ganz großen Fehler, wir haben keine Palliativkultur. Das ist richtig, das stimmt. Weil wenn ich mir denke, so früher, weil ich bei uns sind viele Bauern und früher war das so eine Generation, ich sage es ein bisschen über mir, bin ich ein bisschen jünger, Sigmar. Aber da haben wir voll viele gesehen, wie der Opa alt wird, wie der Opa auf der Hausbank sitzt. Und wie der Opa irgendwann dann zum Sterben anfangen. Mhm. Ja. Und was tut man jetzt? Man, die brauche ich nicht sagen, er ist das Erste. Also, der wird in Alter sein da. Und da siehst du näher und irgendwann so rufen sie an, jetzt ist der Papa gestorben. Und wir haben den Opa noch aufgebahrt. Mhm. Da hast du noch reingeschaut und den Leichnam betrachtet und die verabschiedet. Und ganz viele Leute haben Angst vor dem Anruf, dass der Papa jetzt gestorben ist oder die Mama gestorben ist, weil sie den Bezug verloren haben. Ja, das ist auch ein Prozess. Das Sterben ist ein Prozess oft und der ist auch nicht immer, nicht immer schön. Ja. Aber es gehört zum Leben dazu. Was meine Patientenangehörigen immer so, ich habe sehr selten Patienten belogen. Entschuldigung, ich habe manche ein kleines bisschen belogen. Also nicht in dem, wie es ihnen geht oder was mit ihnen ist, sondern bei administrativen Dingen. Also schadet habe ich niemanden, aber so kleine Notlügen halt mal. Aber was ich immer festgestellt habe, ist, wenn Menschen eine schlechte Prognose haben oder sterben werden oder sterbend sind, die Angehörigen sind immer sehr erleichtert, wenn du ihnen sagst,
schiefe Ebene wird versterben, aber eins verspreche ich da in der Hand, einen Stress hat er nicht. Ich kann ihn nicht umbringen, aber dieser Mensch hat keinen Stress und keinen Schmerz am Lebensende. Und da fällt von jedem Bahn so ein Stein runter von den Angehörigen und das passt. Und das fällt für mich auch unter Palliativ. Dass man den Leuten das ehrlich sagt, pass auf, das ist eine schiefe Ebene, es wird nichts mehr. Ja. Du bist auch chronisch krank, wird auch nichts mehr. Ja. Aber du kannst trotzdem ordentlich leben. Und da wäre jetzt Wissenschaft gefragt, weil wenn der Palliativmediziner das sagt, dann müsste rein theoretisch der Palliativmediziner mit dem Präventivmediziner reden und sagen, hey du Alter, was das so, mir reißt die ganze Zeit die Leute wegen dem und dem Weg, weil es alle viel zu blatt. Dann muss ich sagen, wir wollen die alle zu blatt sein und dann reißt es dir so schier weg zum Schluss, kostet einen Haufen Geld, na, dann werden wir jetzt anfangen, was anderes machen. Nein, was dann noch? Der Präventivmediziner, der Arbeitsmediziner geht her und misst, ob der Tisch hoch genug ist und der zum Schluss muss wieder das Gleiche erzählen. Also das heißt, die Tische in der richtigen Höhe sind viel wichtiger. Und der Obstkorb in der Firma reißt die zum Schluss auch nicht raus. Ja. Weil dazwischen der wird nicht eingebunden. Also das ist meine Meinung von Medizin. Aber wie erklärt man sich jetzt, dass auf der Palliativstation die Leute nicht besucht werden dürfen, weil sie sich dann anstecken können oder eine Maske zum Sterben haben müssen? Wir tanzen am Eis. Nein, es ist und sagen, es so fürchterlich es und ist so unmenschlich. Ja, was ist mit uns? Hallo, was ist da draußen? Palliativ, Uniklinik Graz. Was ist mit du? Ein Bedürfnis, den anderen leiden zu sehen vielleicht. Ne? Den anderen zu quälen. Ich meine, der Mensch ist einer der wenigen Individuen, die sich daran erfreuen. Nein, sie ist nicht. Ne? Nein, sie ist nicht. Die sich daran erfreuen. Aha. Die sich daran erfreuen, wenn ein anderer Mensch leidet oder gequält wird. Ne? Das ist, vielleicht ist es das. Es ist kein Quälen. Weil ich war früher auf dieser Station, in dem Krankenhaus gearbeitet habe. Und das ist auch der Moment, wo Angehörige dann wieder Zeit mit den Menschen verbringen. Und wenn da so ein Palliativfall da ist und du fragst, was haben sie denn gesagt auf der Klinik? Na, gar nichts. Dann sage ich, okay, was glaubst du? Sag ich, naja, so würde ich es jetzt anschauen, nach den Erfahrungen von den anderen, die so waren wie du, sage ich, 6 bis 9 Monate. Und dann schauen sie dich schon so, 6 bis 9 Monate, sage ich. Ja, das heißt, innerhalb von der Zeit müssen wir schauen, dass wir fertig werden und ich muss dir die Rechnung stellen, weil tote Leute zahlen keine Rechnungen. Die erzählen da alle zum Schluss, dass sie auf Zeiten gekaut haben, dass sie, die erzählen da alles. Und keiner von denen bereut, dass er seiner Frau nicht allweg ganz so treu war, aber sie bereuen das, was sie nicht gemacht haben. Und da stehen wir, glaube ich, gerade, dass wir, dass voll viele Leute da draußen nichts gemacht haben in einem Leben, außer den Blödsinn, den man reingeredet hat. Ja. Und jetzt soll es gar sein. Das heißt, da haben voll viele Sachen noch Leute offen. Okay. Glaube ich, oder merke ich immer wieder, dass Leute, wenn sie alt werden und dann krank werden, jetzt Angst haben, dass sie sterben müssen. Ja, das habe ich nicht gemacht, das habe ich nicht gemacht. Ich habe voll viel Geld gespart, ich habe das Haus voll. Und jetzt sollte ich sterben. Aber jetzt sind so viele Junge, die da. Naja, aber das ist ja. Was ändert das jetzt? Ich meine, die Masken verlängern denn jetzt das Leben? Oder? Doch, sagt der Anschober, weil der Anschober glaubt. Der Rolli dabei an die FFP2-Masken. Ja, aber dieses ganze Corona ist ja eine Glaubensfrage. Das ist ja wirklich ein Glaube. Das kann man ja nicht rational. Und der Jesus ist die Spritze jetzt, ne? Ja, ja. Der Heiland. Ja. Also, ich glaube einfach, dass man einfach. Das ist ein gesellschaftliches Problem, wo uns einfach voll viele Sachen, dadurch, dass die Medizin so gut geworden ist, das ist unser Fehler, die Medizin ist viel zu gut. Weil ja fast keiner mehr gestorben ist vorher. Ja, aber der Fehler ist, glaube ich, dass man keine Eigenverantwortung hat. Die Lebenserwartung ist schon gestiegen. Die Medizin hat da nur einen relativ kleinen Anteil. Die Politik hat dieses Leben gemacht. Die Politik, wo die Leute in Sicherheit leben, wo ihnen nicht Angst gemacht wird durch Kurz. Den magst du nicht, gell? Das wird nichts mehr. Gell, Sebastian? Jetzt ist er selber krank, angeblich. Ne? Ja, das gönne ich ihm, das gönne ich niemandem, aber du hast ja den Zorn von so vielen Leuten. Nein. Du hast ja den Zorn von so vielen Leuten auf dich gezogen. Das geht nicht gut aus, Meister. So, jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich sagen? Die Medizin. Die Politik hat das vollbracht, dass die Menschen lang leben und gut leben. In den 70er Jahren war ein Mensch mit 50 alt. Ja. Schau dir mal an, wenn du deine Mundofolie anschaust. Die wohnen zu 6 auf Zimmerkugelkabinett. Da hat es keine Waschmaschine gegeben. Ja. Da hat es keine Badewanne gegeben. Aber gesoffen und geraucht haben. Gesoffen und geraucht ist gut geworden.
Das hat die Politik gemacht, dass man ein sauberes Wasser hat. Wir waren letztens in Stockerau bei meiner Oma am Friedhof. Da gibt es eine Eduard-Rösch-Straße. Der Eduard Rösch war der Urgroßvater und ich erinnere mich, was meine Oma erzählt hat. Der war Bürgermeister in Stockerau. Der hat eine Wasserleitung dort eingeführt. Das war eine Tat. Der Großvater hat zu den Kindern gesagt, ich habe euch doch gesagt, ihr sollt kein Wasser aus den Brunnen trinken. Trinkt Milch oder Wein. Das Wasser war dreckig im Brunnen und da sind die Leute gestorben. Typhus, Cholera, was weiß ich, was da noch alles kriegt. Und dann kam die Wasserleitung und dann waren die Leute gesünder. Das ist Politik. Versteht ihr das? Die Medizin hat ihre Meriten, keine Frage. Die macht den Leuten nicht Angst. Hätte ein Kreisky sich hingestellt und den Menschen Angst gemacht. Der Androsch hat Steuer hinterzogen und Skandale und Ding. Aber der hätte sie nicht hingestellt und hätte den Leuten Angst gemacht. Und man muss auch noch daran erinnern, es gibt ja das Placebo, das sagt ja jedem was. Ne? Also wenn ich jemandem sage, diese Tablette wird dir gegen deine Beschwerden helfen, und er glaubt doch fest dran, ne? Dann wird er das den Traubenzucker lutschen und es wird ihm besser gehen nachher. Dasselbe gibt es auch umgekehrt als Nocebo. Ja? Also wenn ich jemandem sage, Achtung, das ist gefährlich, Achtung, du wirst krank werden, dann mache ich mich selber krank. Und aus diesem Placebo-Nocebo-Effekt kann man ja schon ableiten und erahnen, wie mächtig wir eigentlich sind. Wir haben die Möglichkeit, uns nur durch gedankliche Kraft quasi zu heilen uns auch zu schaden. Ja? Und ich glaube, wir leiden an einer kollektiven Somatisierungsstörung. Könnt ihr was sagen? Ich glaube, es entwickelt. Jetzt muss ich einen Test machen. Ja, die spielen sich nicht, die Leute. Ja, das kann man kodieren, F-Punkt irgendwas. Ja. Ja, also die Wissenschaft holt uns da nicht raus. Was holt uns da jetzt raus? Ich glaube, dass es uns rausholt, dass wir uns selber wieder als Menschen fühlen, dass wir uns spüren, unsere ganz, ganz tiefen Bedürfnisse, was uns wichtig ist, weil die Leute wissen gar nicht, was ihnen wichtig ist, weil sie in ihrem Radl drinnen sind. Ja? Die haben überhaupt keine Ahnung, was sie im Leben brauchen, damit es ihnen gut geht. Sie haben keinen blassen Schimmer und deshalb haben sie auch keine Empathie. Die kennen, wenn du die selber nicht spürst, wie sollst du den anderen spüren? In Wahrheit sind lauter so Halbroboter, die herumlaufen. Für mich. Artgerechte Haltung. Das ist wirklich artgerechte Haltung. Ja, wir brauchen wirklich artgerechte Haltung. Ich sage das zu meinen Leuten, wenn sie reden. Das stimmt, ja. Sag ich, du kannst jetzt nicht echt erzählen, weil dann frage ich, ob sie gerne Schoko essen. Ja, sicher. Schokolade. Du spüre das Höhlenmann-Spiel und stelle mich auf meinen Schreibtisch auf. Ich halte mich mit der Hand bei der Tür und sage, wenn jetzt Höhlenmann war, ich hätte einen Gustav Vossiers, dann muss ich einen Bienenstock finden. Muss mich umhalten und muss so da. So, du fährst mit dem BMW auf den Behindertenparkplatz, tust einen Euro rein und dann. Sag ich, das ist ja nicht normal. Sag ich, Lockdowns, das ist nicht artgerecht. Sag ich, nein. Ihr habt euch einreden lassen, dass das unser Leben ist. Und Abstand halten. Abstand ist das Schlimmste. Ja. Das Inhumanste, was es überhaupt gibt. Abstand von der Politik ist gut. Das ist richtig, aber nicht von Menschen. Nein, von dieser. Und schon gar nicht von Kindern. Von den Medien. Und von den Medien. Ich sage immer, schalt den Fernseher aus, den Radio aus und schmeißt die Zeitung weg. Es heißt ja, man wächst mit der Herausforderung. Mhm. Und jeder von uns hat irgendwie offenbar im Laufe der letzten Monate oder des letzten Jahres und vielleicht auch schon davor die Situation erlebt, wo die eigene rote Stopplinie, die man für sich hat, überschritten wurde durch äußere Umstände und dann kommt man in die Gänge. Ja? Also ich denke, dass immer mehr Menschen ihre Linie überschritten sehen und das ist auch unsere einzige Hoffnung und dass sie die zusammenfinden und dass sie die wieder ins Gesicht schauen und wieder das Lächeln vom anderen sehen und dass sie wieder nahe kommen. Ja? Weil wie du gesagt hast, das sind menschliche Wesen, wir brauchen die Nähe. Wir brauchen Berührung. Ja. Wir brauchen Zusammenhalt. Das ist alles verdammt wichtig. Deshalb geht dieser Idiotenplan auch nicht auf. Du kannst das nicht unterdrücken. Nein, vielleicht sterben wir aus, wenn man das auch. Die menschlichen Bedürfnisse nicht ausschließen. Nein, das kannst du nicht. Und du kannst die Liebe nicht unterdrücken, du kannst das Herz, du kannst die Mitmenschlichkeit nicht unterdrücken. Und man sieht ja, dass sie immer mehr Menschen zusammentun. Mhm. Aber immer. Die Wissenschaft. Ja, die Wissenschaft. Dass selbst das ist wissenschaftlich bewiesen. Ja, genauso wie wissenschaftlich bewiesen ist, dass Angst und Panikmache krank macht.
das Immunsystem schwächt. Wenn es um Gesundheit gegangen hat, dann hätten wir doch erstens einmal warten alle Chica-Tomaten zur Stunde abmutiert. Ja? Aber die Trafiken dürfen übrigens im Lockdown offen halten. Ich weiß, ja, weil die Raucher durchdrehen. Wegen den Briefmarken oder ich weiß nicht, was da war. 56% Tagsteuer, glaube ich. Richtig, ja. Na, erstens das und die Leute haben nur hier, was kann man machen, dass es einem besser geht? Weil wo geht es da besser, wenn du dich mit Leuten triffst? Und wenn du den Freien herumschurtelst, dann geht es da besser. Und meistens bei Mannschaftssportarten, genau, haben wir das jemals gehört, das passt auch hinten und vorne nicht. Aber es geht dann, aber wenn es uns besser geht, geht es eher da schlechter. So ist es, weil so wir nachdenken, weil wir uns zusammentun, weil wir miteinander reden, weil wir das durchschauen. Das ist einfach, aber denen geht es ja nicht gut. Ich meine, schau dir mal die Plexiglas-Helden an, das sei mir nicht böse, aber das ist doch ein erbärmliches Schauspiel. Das ist ein Schauspiel, ja. Also ein Schauspiel, also wir tun die Leute. Wir sagen jetzt, wir sprechen mir alle nach, ich glaube an die EPP2. Rudolf, falls du das nicht gesagt hast, ruf mir an, reden wir da mal drüber. Das war's, oder? Wir haben fertig. Wir haben fertig. Ich würde sagen, wir haben fertig für den ersten Club 2021. In diesem Sinne. Der Wohnzimmertratsch, einen Aufruf da draußen, wir wollen auch Menschen da sitzen haben, die eine andere Meinung vertreten, weil das ist uns wichtig, weil wir im Gegensatz zu anderen wollen einen offenen Diskurs und eine Diskussion mit offenem Ausgang, also ganz, ganz normal miteinander, so wie wir es früher gelernt haben, ja, und nicht einfach, wie du gesagt hast, Sagel hinstellen und fertig. Also bitte meldet euch bei uns, wir würden uns sehr freuen. Und bitte traut euch auch Nein zu sagen. Ja? Ihr tut euch selbst was Gutes und den Selbstrespekt wieder zu finden und in die Eigenverantwortung zu gehen, das macht stark und das macht Spaß. Und Nein zu einem anderen ist automatisch Ja zu mir. Es ist keine Beleidigung, wenn man Nein zu dem anderen sagt. Das ist okay. Es ist nur am Anfang ein bisschen, aber es wird dann richtig cool mit der Zeit. Ja, das müssen wir lernen. Dann gibt es ja die Grundrechte für das. Und jetzt mal noch ein Aviso für den nächsten Club 2021. Das Thema wird sein strukturelle Gewalt. Wer da irgendwie Ideen hat, wen man einladen könnte oder wer dabei sein möchte, bitte Anruf genügt. Das ist ein dringendes Thema, ja. Für dich. Für dich. Gesundheit.